keine Lust mehr. Heute geht es mal drinnen weiter. Ihr habt ja bestimmt schon Hausumbau vermisst. Ganz genau. Stadtgarten. Ja, draußen ist so miserables Wetter, dass wir uns gesagt haben, jetzt machen wir endlich drinnen mal ein bisschen was. Und zwar fehlt hier ja noch ein Stückchen Fußboden. Und später soll hier mal noch eine Tür rein. Aber hier vorne soll auch ein Holzfußboden und dahinter dann gefliest. Genau. Und also ich mache jetzt hier erstmal. Ja, da steht noch ganz viel. Und ich habe mich geweigert, das wegzuräumen. Genau. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen sauer. Dann müssen wir den Boden ja hier auch noch streichen und dann können wir morgen hier den Fußboden reinbauen. Genau. Super. Na dann, viel Spaß. Ja, werde ich haben. Ich habe hier vorne die ganzen Fensterbilder abgemacht, also die ganzen Schneeflocken, weil ja jetzt auch langsam mal Frühling werden soll. Und jetzt sieht es aber so nackig aus. Ich weiß, jetzt ist es ein bisschen überblendet, aber so könnt ihr wenigstens das Innere hier noch sehen. Tagsüber sieht es auch gar nicht so schlecht aus, weil man kann schön rausgucken und alles. Aber abends hat man dann hier zwei riesengroße schwarze Löcher und das sieht total blöd aus. Ich möchte aber da oben jetzt noch keine Gardine ranmachen, weil das ja alles noch so offen ist und ich nicht in den Lehm reinbohren möchte. Deshalb habe ich eigentlich wieder diese Klebehaken geholt für diese Vitragestangen, die wir auch im Bad benutzt haben. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich mich hier hingesetzt habe, dass ich dann gar nicht mehr rausgucken kann, um die Vögel zu beobachten, wenn da eine Gardine ist. Also werde ich mir jetzt den Kreidemarker wahrscheinlich erstmal wieder schnappen und dann einfach ein schönes Kreidemarkerbild dran machen mit Frühlingsblühern oder sowas. Der Kater flippt gerade irgendwie aus. Was ist da los? Ich bin jetzt hier schon wieder rum. Das hier ist übrigens Moos Lieblingsball. Den haben wir jetzt schon durch einige Wohnungen mitgeschleppt, aber ich glaube, jetzt ist langsam Zeit für den Müll. Aber die flippt da immer vollkommen aus und Carlo hat gerade eben auch damit gespielt. Ich habe zuerst hier in mein Fensterdeko-Buch reingeguckt, aber ich habe die jetzt alle schon so oft gezeichnet und ich habe gerade auch gar nicht so die Lust, so intensive Bilder, also wo man so viel zeichnen muss, zu machen. Also habe ich mir jetzt einfach mal von dem Kirschbaum da drüben den Ast sozusagen genommen und habe den hier so ein bisschen modelliert und noch ein paar Schneeglöckchen drunter. Und das werde ich jetzt auf der Seite auch nochmal machen. Geht ratzfatz und vor allem muss ich nicht genau beachten, wie die Linien sein müssen. Ich merke aber, dass die Kreidemarker, die ich vor 5 oder 6 Jahren gekauft habe, dass die so nach und nach den Geist aufgeben. Der hier ist schon fast eingetrocknet und den hier habe ich nicht so benutzt. Die sind halt so breit. Ich benutze eigentlich mehr die mehr wie so ein normaler Marker halt sind. Aber ja, ich werde jetzt den hier noch benutzen. Meine zweite Aufgabe heute ist es, hier noch den dritten Vorhang anzuhängen. Wir hatten zwei Vorhänge gekauft, ich zeige euch das mal. Und zwar hatten wir beim letzten Mal aus Versehen eine falsche Farbe geholt. Also ich wollte die hier haben und wir haben halt einmal die hier gehabt und einmal die hier. Jetzt sehe ich natürlich auch, dass das eine andere Banderole ist. Es ist aber tatsächlich genau dasselbe. Also es ist einfach nur eine andere Charge sozusagen von dem ganzen Vorhanggedöns. Und deswegen haben wir jetzt diesmal, als wir nochmal welche nachgekauft haben, einmal den hellen und einmal den dunkleren geholt. Wenn wir die Gardine dann hier anhängen wollen, dann haben wir dann nämlich ein Set mit helleren und dann auf der anderen Seite mit dunkleren. Da fällt es dann auch nicht ganz so auf, dass es nicht exakt dieselbe Farbe ist, weil es ist halt vom Farbton her schon dasselbe, aber die eine ist halt ein bisschen heller und der andere ist ein bisschen dunkler. Und wenn die direkt nebeneinander hängen, dann sieht man es natürlich. Aber wenn die so auf der anderen Seite des Raums sind, dann juckt das überhaupt keinen. Thank you.
wie ihr seht, der hat nicht dieselbe Farbe gehabt wie der da vorne. Das heißt, noch mehr unterschiedliche Farben. Also ich kaufe diesen Stoff hier nie wieder. Also das ist ja hier so ein plüschiger, samtiger Stoff. Also dadurch, dass natürlich auch die verschiedenen Faserrichtungen und so weiter. Also ja, Finger weg. Das war mir jetzt eine Lehre. Wieder ganz normalen Baumwoll oder Leinstoff und dann ist gut. Naja, jedenfalls habe ich mir den jetzt an die Säule ran gebunden sozusagen. Der Vorhang ist ja bloß dafür da, dass wir, wenn es mal richtig kalt draußen ist, dass wir den Raum sozusagen ein bisschen verkleinern können und der Ofen nicht den kompletten hinteren Bereich auch noch mitheizen muss. Wir haben jetzt natürlich hier so eine kleine Spalte, aber das hängt auch ein bisschen mit dem Ofen zusammen, dass wir natürlich diesen Polyestervorhang nicht unbedingt direkt am Ofen dran haben wollen. Sonst hätte ich jetzt den vierten hier auch noch mit aufgehängt. Ja, aber so können wir das auf jeden Fall zumachen. Sieht auch ganz gut aus. So, der kleine Raum ist jetzt soweit vorbereitet. Jetzt mache ich mich mal dran und schneide erstmal die ganze Lattung zu. Und dann geht's an Dämmung rein und USB-Platten drauf. So, das Ganze ist jetzt fertig. Jetzt fehlen hier noch zwei Übergangsleisten. Einmal zu den Dielen da hinten und einmal hier zum Bad vorne. Und dann sind wir soweit fertig. Mal gucken, ob ich noch so ein paar Leisten finde. Irgendwo haben wir, glaube ich, noch so ein paar Leisten rumzuliegen. Bei diesem ollen Schneewetter rutsche ich mit meinen Halbschuhen inzwischen ziemlich herum. Deshalb hat uns Gießwein jeweils ein paar Stiefel zugeschickt. Für richtiges Matschewetter sind sie ein bisschen zu schick, aber genau richtig für Arbeiten wie jetzt hier im Schnee. Gießwein ist ein österreichisches Familienunternehmen und sie achten sehr auf ressourcenschonende und nachhaltige Materialbeschaffung und Produktion.
Den Link zu Gießwein findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es auch einen Rabattcode, den ihr benutzen könnt. Danke an dieser Stelle nochmal an Gießwein für das Sponsoring für dieses Video. Und jetzt geht's weiter. Die Sonne doch noch mal ein bisschen rausgekommen und ich habe mir hier schon mal Regalbretter breit gelegt, denn oben, wo wir letztes Mal das Bücherregal weggeräumt haben, da ist ja jetzt noch quasi ein Stück Platz und da wir die Leiter da nicht dran bauen, direkt an die Wand ran, sondern noch das Regal verlängern wollen, muss ich jetzt erstmal die Bretter anschleifen, die haben wir ja schon tausendmal verbaut hier als Regal und dann müssen die noch mit der Beizer behandelt werden, dass es halt schön dieselbe Farbe hat wie vorher. Ja, schön ich heiße. Die Kiste hier hat noch so Werkstattstaub von Uwes Werkstatt. Dementsprechend, jedes Mal, wenn ich das Brett jetzt umgedreht habe, habe ich mir hier diese schönen Striemen wieder reingerissen. So, jetzt habe ich mir nur eine Platte drunter gelegt und jetzt sollte es passen. Ärgerlich sowas. Neuer Morgen und die Vögel sitzen schon wieder passiv aggressiv hier im Busch. Wollen ihr morgendliches Fütterchen haben. Geht's gleich ab hier. Es ist vormittags, noch ganz schön früh. Uwe ist auch mit am Start heute. Wir haben uns heute mal den Vormittag genommen. Ja. Weil abends ist ja immer schon so dunkel, da macht es dann auch keinen Spaß mehr, ne? Genau. Ja. Ja, was machst du jetzt? Ich muss jetzt erstmal ein bisschen in der Werkstatt räumen, um überhaupt an mein Werkzeug ranzukommen. Ja. Ich habe ja am Wochenende schon ein bisschen schockiert in die Werkstatt geguckt und da schon mal angefangen, so ein paar Sachen rauszusortieren. Und habe dann Uwe zur Rede gestellt, warum wir so viele Maschinen doppelt und dreifach haben. Ja. Und kaputte Sachen und so. Ja, ich bin immer so ein Mensch, ich schmeiße immer so ungern weg, aber jetzt wird es mal Zeit. Ja, also für alle, die mal sagen, man sieht so messy-mäßig aus. Ich bin schuld. Mhm. Ich bin immer der Chaos-Bewältiger und Uwe ist immer der Chaos-Verursacher in der Regel. Ja. Naja. Genau. Gegensätze ziehen sich an und so, ne? Gut, dann fangen wir mal an.
Ja, apropos Chaos, ich werde mich mal hier so ein kleines bisschen um die Ecke kümmern. Ich habe ja hier schon mal angefangen, den Beton so ein bisschen frei zu machen. Wir haben hier noch diese wunderschöne Kiste. Und da sieht man auch schon, dass da der Brennnesselfleck schon wieder durchkommt. Weiß gar nicht, wollen wir den lassen für die Schmetterlinge oder weg damit? Nee, wir wollen ja den Platz hier mal frei haben. Also lieber wegmachen. Für unsere vielen Partys. Genau. Und dann geht es auch noch so ein bisschen Richtung Holz, mal wieder, weil wir da noch mal ein bisschen was optimieren wollen. Das Holz wird ja auch immer weniger und wir hoffen ganz, ganz doll, dass das jetzt im Februar und im März nicht mehr so kalt wird, damit unser Holz auch noch reicht. Sonst haben wir ein Problem. Ja, genau. Und da werde ich auch noch mal ein bisschen Räume gucken. Da werde ich wahrscheinlich bloß einen Zeitraffer aufnehmen. Ich weiß ja, wie sehr ihr das immer toll findet, wenn wir räumen hier. Aber das gehört nun mal zur Realität mit dazu und es wäre ja irgendwie auch Käse, immer nur die hübschen Dinge zu zeigen oder wenn es fertig ist. So, und schaut mal, in meinem Beet sind jetzt, seitdem ich das hier so ein bisschen freigemacht habe, also freigemachte Seite, nicht freigemachte Seite, sind hier auch schon ganz viele Frühblüher wieder am Werk. Ich weiß gar nicht genau, was das hier für welche waren, aber was ich weiß ist, und da kommt ja auch schon der erste raus, das sind diese Iris. Aber ich sehe schon, die sind auch dieses Jahr wieder bei den Mäusen beliebt. Die Mäuse knabbern nämlich immer gerne die Knospen von denen an. Also ich weiß nicht, ob es Mäuse sind, aber ich glaube ja, hier hinten ist auch eine. Oh, ich sehe aber, die werden wirklich gerade schon abgeknabbert. Vielleicht sollte ich da mal noch so ein Marmeladenglas drüber machen, weil die blühen nämlich immer zu meinem Geburtstag eigentlich. Das sind immer so die ersten schön hier im Beet. Naja, da hinten sieht man schon die Narzissen. Uwe will mir was sagen. Ja, Mai kommt gleich vorbei zum Kaffee. Das heißt, du hast jetzt wieder eine Ausrede, nochmal eine Kanne Kaffee zu machen. Alles klar. Ja, Genleere herrscht hier nämlich. Wir haben hier noch einiges an Eiche vom letzten Jahr. Aber da komme ich gerade schlecht dran. Deswegen wollte Uwe mit mir zusammen jetzt erstmal die beiden großen Balken hier wegräumen, damit wir hier rankommen. Und dann sollte das eigentlich reichen. Aber wenn jetzt wirklich nochmal eine richtig kalte Woche kommt, so mit minus 10 Grad, was wir im Januar hatten, dann reicht es wahrscheinlich nicht so wirklich. Beziehungsweise wenn wir März und April auch noch so lange reinheizen müssen wie letztes Jahr, wird es auch ein bisschen schwierig. Also deshalb, wir müssen für dieses Jahr sozusagen auf jeden Fall einen viel größeren Holzstober machen, dass wir nicht immer nachbestellen müssen. Und eben auch schon frühzeitig einlagern, damit wir die ganze Arbeit mit dem Holz nicht dann die ganze Zeit im Winter haben. Aber ja, ihr wisst ja, wie viel am Haus zu tun ist. Das war halt einfach letztes Jahr nicht drin. Und dieses Jahr, ja, müssen wir das auf jeden Fall ein bisschen besser organisieren. Ob es dann so klappt, werden wir sehen. Weil das ist schon auch immer ein ganz schöner Haufen Arbeit mit dem Holz und das alles so zu machen. Naja, aber ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr hier aussieht. Der Zaun soll ja dann auf jeden Fall schon neu sein. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch schaffen. Aber das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die wir im Herbst machen können dann. Jetzt muss auf jeden Fall dann erstmal das Kaminholzregal weg. Aber das hat jetzt auch erstmal noch Zeit, bis wir das ja alles verheizt haben. Und dann, wenn die Heizperiode rum ist, dann kümmern wir uns um das neue Holzregal. Jetzt ist erstmal wichtiger, dass vorne der Schuppen fertig wird und natürlich auch der Hühnerauslauf. Und ja, da hatte ich auch überlegt, ob wir erstmal nur diesen ersten Teil von dem Hühnerauslauf machen und dann einfach ein Elektronetz außenrum, also einen Elektrozaun, dass wir jetzt noch nicht den kompletten Auslauf bauen müssen und das dann halt übers Jahr dann so stückweise machen, damit wir erstmal mit Hühnern anfangen können, denn es dauert ja auch eine ganze Weile, bis sie die Eier legen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich dann auch in den nächsten Wochen irgendwann mal anfangen, Eier in den Brüter reinzulegen. Deshalb mal sehen, da müssen wir jetzt erstmal noch mal ein bisschen drüber nachdenken, in welcher Reihenfolge wir was machen, damit es nicht zu stressig wird am Ende.
Na? Na. Was sagst du? Ja. Also mein Rücken sagt, ich soll jetzt aufhören. Geht's doch nächstes Mal weiter mit dem ganzen Krempel da hinten. Die Vögel sind die ganze Zeit immer am Vogelhaus. Da! Die sind schon echt zutraulich geworden. Also ja. Selbst wenn wir Holz einstapeln, fliegen sie ganz fleißig hin und her. Schaut euch mal an, was der Uwe hier alles rausgeholt hat. Ich glaube, er möchte halt den ganzen Tag hier bleiben, nicht nur vormittags. Da sind auch noch ganz viele Fotos, Zeitungen, auch noch alles, auch noch eine Palzinkiste. Oh, yay. Ja, ja, ich glaube, so langsam. Kleinen Schundroman. Schundroman, ne? Zeig mal her. Stella-Roman. Stella bleibt Stella. So. Im Banne deiner Augen. Von wann? Schauen wir uns gleich mal an. Ach du meine Güte. Da habe ich ja jetzt nicht so Lust drauf durchzugucken. Okay, Uwe hat mir jetzt hier noch so eine tolle Kiste rausgeholt. Mit Schundromanen. Und irgendetwas hat diese Romane regelrecht verschlungen. Hier waren die Mäuse wieder dran. Ich denke mal, das sind hier alles irgendwelche alten Heftchen. Die sind auch nicht mehr in so einem goldenen Zustand, weil die ja jetzt auch die ganze Zeit draußen waren. Ja, nichts Tolles dabei. Deswegen kommt die Kiste jetzt auch weg. Ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass hier noch so viel vom Vorbesitzer war. Oder besser gesagt Vorvorbesitzer sogar. Hier sind auch noch einige Fotos drin. Ich hatte euch ja mal in dem einen Video gezeigt, wie der Hof hier so vorher aussah. Da hatte ich ja einige Fotos aufgehoben von. Ich werde da jetzt mal ganz lose durchgucken. Aber die leben halt ja auch nicht mehr, haben auch keine Familie mehr. Von daher ist das jetzt auch nichts, was man unbedingt aufheben muss. Das sind ja auch persönliche Dokumente dann teilweise mit dabei. Und ja, ich denke mal, Platz ist noch in der Papiertonne. Und dann sind wir das auch los. Wieder drei Umzugskisten. Nee, beziehungsweise eine Kiste war noch mit alten Bilderrahmen. Die werde ich jetzt nachher erstmal durchgucken. Aber zwei Umzugskisten wieder weg, um die wir uns nicht mehr kümmern müssen. Ja, hier ist auch noch ein schönes Fotoalbum drin von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, durch den Zweiten Weltkrieg. Und hier ist noch ein Foto jetzt oder mehrere Fotos noch danach. Und ich wollte euch einfach mal dieses Foto zeigen, wie einfach alle ganz normal da stehen. Es ist einfach nur ein altes Foto. Und guckt mal, ihr Gesichtsausdruck. Das hätte glatt ich damals sein können. Also ich glaube, da hatte jemand sehr viel Spaß gehabt. Schaut mal, da ist er auch wieder. Und hat auch wieder das Gesicht verzogen. Also, ich finde es sehr lustig, alte Fotos mal so durchzugucken. Ja, das werde ich, denke ich, mal behalten. Irgendwie hat es was. Jetzt kann man hier wenigstens erstmal ein bisschen drin rumwandern. Wir haben da hinten noch ganz viel Holz drin zu stehen. Das werde ich jetzt auch mal dann alles noch rausstapeln. Jetzt haben wir im blauen Schuppen wieder ein bisschen Platz. Und die ganzen Verpackungskisten von den Elektrogeräten, die sind ja mittlerweile auch über ein Jahr alt. Die kann ich jetzt auch entsorgen. Dann haben wir auf jeden Fall endlich mal wieder ein bisschen Müll weg.
Nochmal ein kleiner Zwischenstand. Es sieht jetzt schlimmer aus als vorher, aber ich bin jetzt gerade dabei, hier wirklich alles zu sortieren. Ich nehme mir einfach mal die Zeit und hoffe mal, dass wir danach hier wieder ein bisschen mehr Platz drin haben. Das Ding habe ich gesucht, deswegen habe ich den Schuppen aufgeräumt. Jetzt kann ich endlich anfangen, die Rinneisen passend zu biegen und die Regenrinne endlich an den Schuppen ranmachen. Jetzt bin ich erstmal fertig. Man hat auf jeden Fall wieder richtig Platz hier drin, obwohl eigentlich gar nicht so viel rausgekommen ist, aber es ist jetzt alles wieder halbwegs ordentlich sortiert. Man kommt wieder ordentlich an das Werkzeugregal ran und jetzt muss wieder nur der kleine Anhänger rein und dann die Leitern. So, mir reicht's jetzt. Ich habe jetzt das ganze Holz weggeräumt, Kisten leer gemacht. Hier sind noch die zwei Fotoalben und schon mal angefangen, hier den Ziegelweg mal wieder frei zu kratzen, denn der ist ja jetzt so zugewachsen gewesen und irgendwie hat sich da jetzt natürlich auch eine Menge Erde angesammelt und jetzt hier mit dem ollen Matschewetter ist es ganz schön rutschig und ja, aber das geht immer so auf den Rücken, dieses Abgeschabe. Deshalb höre ich jetzt auf. Haben wir heute wieder ein bisschen was geschafft. Aber ich muss echt sagen, das geht echt an die Knochen oder an die Gelenke, dieses ganze Rumgewuchte. Ich mache drei Kreuze, wenn wir hier nichts mehr großartig hin und her räumen müssen. Aber ich denke mal, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir alles am selben Platz haben und die ganzen Altlasten. Das darf man nicht auch nicht vergessen, wie viel eigentlich wirklich noch hier in den Schuppen drin ist von dem Vorvorbesitzer. Und tja, da müssen wir halt jetzt durch. Aber ich denke mal, dieses Jahr wird dieses Ausräumen von den ganzen Altlasten ganz oben stehen auf der Liste. Und ja, mal sehen. So, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Ja, diese Woche haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Wir fallen jetzt nicht mehr den Berg runter, wenn wir zum Klo wollen. Ja, genau. Ja, und man merkt auf jeden Fall, also das Wetter spielt uns langsam aber sicher in die Karten. Wir können auch wieder endlich was machen. Und man merkt es auch wirklich an unserer Energie. Also wir haben wieder ein bisschen Spaß und Freude. Und ich spreche nur für dich. Ja, ich spreche nur für mich. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Elan, auf jeden Fall, als bei diesen Minusgraden draußen. Ja, auf jeden Fall. Also lasst euch überraschen. Es kommen auf jeden Fall demnächst ein paar schöne Außenprojekte. Und ja, und im Haus geht es natürlich auch weiter. Genau. Wie immer. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und jetzt klingelt das Telefon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.